Hallo liebe Leute, seid gegrüßt zu einer wunderschönen neuen Tour. Wir stehen hier in Verona. Ihr seht hinter mir die Edge mit der Scaligaburg in dieser weltberühmten Opernstadt. Und da geht's heute los. Hier starten wir zu einer dreitägigen Tour durch diese wunderschöne Region Venetien. Wir fahren von Verona über Vicenza nach Padua und von Padua runter ans Mittelmeer nach Venedig. Das ist wirklich eine Tour für jedermann, die hat kaum Höhenmeter. Wir kommen ja gerade aus der Toskana, da war es gerade andersrum, da waren es extrem viele Höhenmeter. Wir werden ganz gemütlich hier durch diese Regionen schlendern und beginnen heute damit mit der ersten Etappe. Die führt uns von Verona runter nach Vicenza. Ja, das Ganze wird eine Fahrt sein, jetzt erstmal an der Edge entlang. Noch ein kleines Stückchen auf der Via Claudia Augusta. Dann biegen wir ab Richtung Osten, fahren durch das Soave-Gebiet, dieses Weingebiet mit diesem tollen Weißwein. Und dann eben nach Vicenza mit Blick hinten auf die Dolomiten. Ob das heute was wird, müssen wir schauen, wie sich das Wetter so entwickelt. Die heutige Tour hat so gut 70 Kilometer. Wir werden, ja, ich schätze mal so 400, 450 Höhenmeter machen bei dem Ganzen. Ab morgen wird es dann komplett flach. Da geht es also bloß noch Richtung Meer runter. Aber dazu morgen mehr. Gut, und jetzt schauen wir uns das allererstes Mal Verona an. Ja, Verona. Eine Stadt, die förmlich nach Musik klingt. Denn wer kennt sie nicht? Die berühmten Opernfestspiele von Verona in diesem tollen Kolosseum aus der Römerzeit, in dieser Arena, wo ja 22.000 Leute Platz finden, um sich diese kolossalen Inszenierungen anzuhören. Kann ich euch übrigens nur empfehlen, wer da noch nicht war, schaut sie mal her und schaut sich mal so eine Aufführung an. Ist wirklich ganz bezaubernd. Ja, aber mal ganz von vorne. Verona ist eine sehr, sehr alte Stadt. Die wurde bereits 49 vor Christus vom berühmten Gaius Julius Caesar gegründet, hat sich dann entwickelt, sodass heute hier rund 260.000 Einwohner leben. Ist also keine kleine Stadt. Und die ist ja direkt zum Übergang der Berge rein in die Po-Ebene, hat also eine ganz, ganz tolle Lage und macht deswegen diese Stadt auch sehr, sehr wichtig als Verkehrsknotenpunkt. Touristisch gesehen ist es ein Höhepunkt, weil der Gardasee nicht allzu weit weg ist. Der Gardasee ist hier gerade mal so gute 20 Kilometer entfernt. Insofern kommen ganz, ganz viele Besucher, die ihren Sommerurlaub am südlichen Gardasee verbringen, immer mal so für einen Tag rüber. Klassisch, wenn das Wetter nicht so toll ist, dann bummelt man einmal durch Verona. Ja, nochmal kurz zu diesen Opernfestspielen. Das Kolosseum ist ein Bau, der eben auch schon 2000 Jahre alt ist und ist neben dem Kolosseum in Rom eigentlich das besterhaltenste Kolosseum, das es hier auf dem europäischen Festland noch gibt. Und diese Opernfestspiele, die gibt es wie gesagt seit gut 100 Jahren, nämlich seit 1913. Die wurden damals uraufgeführt anlässlich des 100. Geburtstags von Giuseppe Verdi. Neben dem Kolosseum gibt es hier noch ein paar andere schöne Sachen, unter anderem den Kräutermarkt mit seinen tollen Gebäuden außenrum, diesen kleinen Markt und natürlich diese tolle Scaligaburg aus dem 14. Jahrhundert, die direkt an der Edge liegt und die Scaligabrücke, die diese Edge eben auch umspannt. Und last but not least, was gibt es hier noch? Ja, genau diesen berühmten Balkon von Romeo und Julia, auch wenn es kein Original ist. Ja, wir starten jetzt den heutigen Tag, indem dass wir die Edge jetzt erst einmal überqueren, hier auf dieser tollen Scaligabrücke und fahren einmal quer durch die Innenstadt durch und kommen auf der anderen Seite wieder an der Edge raus und folgen dann der erst noch eine Zeit, bevor wir dann nach Osten abbiegen. Ah, das ist hier ganz gut gelöst in Verona. Hier darf man nämlich zum größten Teil durch die Innenstadt mit dem Rad fahren. Muss man halt langsam machen. Auch hier in der Früh sind jetzt doch einige Leute unterwegs. Aber man kann durchfahren und muss nicht durchschieben. Ja, lass mir noch ein paar Worte zu den Scaligern kurz verlieren.
Das ist ein Adelsgeschlecht, das hier im 13. und 14. Jahrhundert in Oberitalien sehr aktiv war. Ich habe da auch schon mal was drüber erzählt, als wir unseren Gardasee-Spezial, die Südetappe gemacht haben, von Sirmione runter nach Boghetto. Wenn es interessiert, ich verlinke es euch mal. Könnt ihr einmal reinklicken. Ist auch eine bezaubernd schöne Tour direkt am Minzio entlang. Jetzt sind wir in den Vororten von Verona unterwegs und grundsätzlich ist zu sagen, dass das Radfahren in Verona sehr, sehr stressfrei ist. Muss ich wirklich sagen, die haben das ganz gut angelegt. Wir haben in einem Hotel genächtigt, das so 15 Kilometer jetzt von der Stadtmitte entfernt war. Beziehungsweise unsere Anfahrt waren 15 Kilometer, Luftlinie wäre es näher gewesen. Und wir sind über die Edge reingekommen und das ist so toll angelegt gewesen zum Fahren jetzt. Überhaupt kein öffentlicher Verkehr, mehr oder weniger zu 95% separater Radweg direkt neben irgendwelchen Kanälen oder an der Edge. Ganz, ganz toll. Wer übrigens Informationen haben möchte zu unserer Übernachtungsstätte, gibt es wieder als Bonusmaterial nach meiner Abmoderation ganz hinten. Und 5 Minuten, nachdem wir die Arena passiert haben, sind wir mitten in der Natur, hier am Damm an der Edge. Toll zum Fahren. Aufgeschottert das Ganze, ganz fein, aber gut festgefahren. Perfekt zum Fahren, die ganze Geschichte. So kann es weitergehen. Ja, liebe Leute, es ist Mitte April. Und in Oberitalien sind die Temperaturen sehr, sehr angenehm. Wir haben zwar noch die Jacken an jetzt zum Fahren oben, sind aber ansonsten in kurz unterwegs. Ich gehe davon aus, dass spätestens in einer halben Stunde auch die Jacken der Vergangenheit angehören. Ihr seht schon hier vor mir Jogger hier auf der linken Seite, der ist auch in kurz unterwegs. Also die Temperatur heute wird wohl die 20 Grad knacken. Ganz schön, genauso wie man sich vorstellt, so Frühlingstemperaturen, frühsommerlich das Ganze, perfekt. Wir fahren jetzt hier an der Edge entlang. Die Edge ist der zweitlängste Fluss in Italien. Die hat 415 Kilometer. Nur der Po ist länger und die Edge, da haben es viele von euch sicherlich auch schon den Alpencross von uns angeschaut, die Via Claudia Augusta, als wir ganz oben am Reschenpass reingefahren sind ins Finchgau. Da entspringt die Edge oben und fließt dann runter über Meran, Bozen, Trento, eben bis hier Verona, knickt dann so ein bisschen ab und geht dann ein Stückchen neben Venedig rein ins Mittelmeer. Ist mittlerweile angeschwollen zu einem richtig großen Fluss. Oben, wenn man da im Finchgau unterwegs ist, dann ist das noch mehr oder weniger so ein Bach, teilweise ein Wildbach, weil die Gefälle viel, viel größer sind als hier. Hier meandert der Fluss durch die Auen durch. Man sieht kaum die Strömung, aber trotzdem wunderschön neben diesem Strom herzufahren. So Leute, das hat jetzt gar keine halbe Stunde gedauert. Die Jacken sind weg, wir fahren im T-Shirt spazieren. Das T-Shirt, das ihr übrigens hier bei Silke seht, wenn ihr das auch haben wollt, dann tretet den Bike Mike Club bei. Da gibt es die ganze Palette außenrum noch. Wenn das interessiert, schaut unten mal in die Beschreibung rein. Da gibt es eine separate Erklärung zu dem Ganzen. Dann schicken wir euch dieses T-Shirt zu. Ja, was bei uns ein Bundesland ist, das ist in Italien eine Region und da gehört Venedig mit dazu. Und in Venedig leben fast 5 Millionen Einwohner. Das liegt damit an 5. Stelle von allen Regionen und autonomen Bezirken, die es in Italien gibt. Das ist also relativ stark besiedelt, das Ganze hier. Und das grenzt natürlich auch hier an diverse andere
Regionen an. So haben wir im Norden oben Südtirol, Trentino. Wir haben im Osten drüben das Friaul oder korrekt das Friaul, Julsche, Venetien. Wir haben im Westen drüben die Lombardei, wo sich ja auch der Gardasee mit Venetien zusammen die Grenze teilt. Wir haben im Süden unten die Emilia-Romagna. Und ganz oben gibt es noch einen Zipfel, der grenzt sogar an Österreich. Und zwar an die Bundesländer Tirol und Kärnten. Ja, Venetien war ursprünglich ein sehr stark von der Landwirtschaft geprägtes Gebiet. Da fahren wir ja auch gerade durch hier. Hat sich allerdings nach Ende des Zweiten Weltkrieges extrem verändert. Da gab es wirklich einen Strukturwandel. Da hat sich die Industrie hier angesiedelt. Das wissen wir alle. Und die Alpen ihr Ende finden, was dann flach wird in der Poebene drin, bevor der Apennin wieder losgeht. Da ist die italienische Industrie zu Hause. Da wird es Geld verdient in Italien. Aber die Landwirtschaft ist nach wie vor noch ein sehr bedeutender Faktor. Hier natürlich auch die Weinherstellung, wie soll es auch anders sein. Da haben wir jetzt das Prosecco-Gebiet, das ist ein Stück weiter im Osten drüben, in Treviso. Wir haben den Valpolicella als Wein und nicht zuletzt natürlich auch den Soave, wo wir jetzt gleich hinkommen werden. Wir fahren jetzt in die Soave-Region ein. Den Weinkennern ist das sicherlich ein Begriff, dieser trockene Weißwein, der hier angebaut wird und natürlich auch geschützt ist nach dem DOC-Status. Er darf auch nur aus dieser Region hier kommen. Und uns lockt Soave unter anderem auch an, wegen diesem Wahnsinnsgebäude direkt vor Zirke jetzt. Und zwar hier gibt es eine Skaliga-Burg. Die ist komplett erhalten, die hat eine komplette Stadtmauer oder eine komplette Mauer außenrum mit 24 Wehrtürmen am Hang hingebaut. Das ist eine wirklich kunsthistorische Perle. Wie man grundsätzlich sagen muss, diese Skaliga, die waren ja jetzt von der Epoche her nur relativ kurz, die Herren von Verona, nämlich von 1262 bis 1387. Aber kunsthistorisch haben sie doch einiges hinterlassen. Und so ein Markenzeichen von diesen Skaliga-Burgen sind diese Schwalbenschwanzzinnen, die sie auf ihren ganzen Türmen und Mauern draufgebaut haben. Jetzt sagt's mal, Wahnsinn, oder? Echt der Hammer, diese Skaliga-Burg unten mit dieser kompletten Stadtmauer und den Türmen außenrum. Also in dieser Größe und vor allen Dingen in dieser Komplettheit muss ich mich echt anstrengen, wenn ich überlege, wo ich sowas in der Richtung schon mal gesehen habe. Also ich bin echt beeindruckt. Ja, für uns geht's jetzt weiter hier durch das Soave-Weinanbaugebiet durch. Links und rechts sind die Weinstöcke, natürlich alle noch ziemlich down. Und vor uns sieht man schon die Hügelkette. Da müssen wir dann ganz kurz drüber, gehen wir auf 270 Höhenmeter rauf und auf der anderen Seite
lassen wir es dann gemütlich runterrollen Richtung Vicenza. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. Wir fahren jetzt hier über schöne kleine Nebenstraßen, immer so parallel zum Höhenzug entlang. Das heißt, hier geht es ganz flach dahin. Und ich möchte euch noch ein bisschen was erzählen zu dieser 3-Tages-Tour, zu der wir jetzt heute in der Früh gestartet sind. Diese 3 Tage hier von Verona nach Venedig, die kann man als vollkommen eigenständige Tour natürlich fahren, so wie wir das jetzt hier auch machen. Es ist traumhaft schön zum Fahren, gerade im Frühjahr. Da ist hier auf der Südseite der Alpen halt die Temperatur meistens etwas wärmer als bei uns. Normalerweise sind es hier so 10, 12 Grad mehr als auf der nördlichen Seite. So machen es wir jetzt auch gerade. Fahren jetzt hier super kurz durch die Gegend. Bei uns ist es noch relativ frisch. Aber man kann natürlich diese 3-Tages-Tour auch kombinieren. In erster Linie mit der Via Claudia Augusta. Das heißt, wenn man über den Reschenpass runterkommt, ins Etschtal rein, haben wir letztes Jahr ja auch gemacht mit dem Alpencross in 6 Etappen von Erwald bis zum Gardasee. Fährt man einfach runter, bozen, immer der Etsch entlang. Und dann in Rovereto kann man sich entscheiden, ob man einfach geradeaus weiterfährt. Das ist eine Tagesetappe bis Verona. Und dann könnte man hier einsteigen. Die andere Variante ist, man fährt wirklich über den Gardasee. Geht am Gardasee Nord aufs Boot, lässt sich runterschippern bis Sirmione und fährt dann über den Hügel rüber nach Verona und steigt dann hier in diese Tour ein. Und da kann ich eben ganz schnell eine Tour, die eigentlich so für 6 Tage geplant ist, mal ausbauen hier auf 10 Tage, 11 Tage, vielleicht noch was hinhängen. Also wenn man 14 Tage Urlaub machen möchte mit dem Fahrrad, ist das eine wunderschöne Route. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Ja, jetzt sind wir gute 50 Kilometer seit Verona gefahren und sind gerade durch Brendola durch. Jetzt kommt der erste wirklich nennenswerte Anstieg auf dieser Tour heute. Da geht es jetzt rauf auf 250 Meter. Da kommen wir von ziemlich weit unten, müssen also knapp über 60 Meter. Das heißt, jetzt zieht sich die Straße einfach mal ein Stückchen nach oben. Ja, dieses Brendola, das wir jetzt gerade hinter uns gelassen haben, ist ein hochinteressanter Ort. In früheren Zeiten ging da nämlich die Via Postumia durch. Das war eine ehemalige Römerstraße, die begann in Genua, ging dann über den Apennin hierher und dann immer an den Bergen entlang bis Aquileia. Das war so nach römischer Rechnung, waren das rund 300 römische Meilen. Nach heutiger Kilometerrechnung wären es 450 Kilometer gewesen. Die war damals schon befestigt und da hat man einfach die ganze Ware, die in Genua ankam, über den Landweg nach Aquileia transportiert. Und Aquileia war ein wirkliches großes Zentrum mit 30.000 Einwohnern zur Römerzeit. Wen das interessiert, der müsste mal nachschauen am Alpe Adria Radweg. Auf unserer letzten Etappe, auf der 7. Etappe, da waren wir in Aquileia. Ihr könnt mal nachschauen, wie schön es da unten ausschaut. Wir sind übrigens den ganzen Tag schon unterwegs hier auf dem italienischen Radweg Nummer 1. Da seht ihr jetzt rechts dieses Schild. Es ist eigentlich relativ gut ausgeschildert. Die Schilder sind leider nicht allzu groß und auch in Braun gehalten. Aber sie helfen einem also immer schon im Vorfeld, wo es eigentlich links und rechts weggeht. Haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ich würde es mir halt immer wünschen, dass ein bisschen mehr Signalfarbe drin ist und dass die Dinger halt zumindest doppelt so groß sind. Ja, sinnigerweise heißt die Straße, auf der wir uns jetzt gerade befinden, Via Monte Grappa. Grappa kennen wir alle, es ist was Gutes zum Trinken, gerade nach dem Essen.
Aber der Monte Grappa ist vielen kein Begriff. Es ist nämlich der südlichste Gebirgsstock des Grappa-Massivs. Danach geht es eigentlich direkt in die Ebene rein. Und da liegt unten dann Bassano di Grappa. Und dann haben wir mehr oder weniger die Po-Ebene mit einem ganz weiten Blick. Teilweise an klaren Tagen bis nach Venedig. Ja, dieser Monte Grappa, der würde eigentlich direkt vor uns liegen, wenn wir jetzt diese Straße zu Ende gefahren haben, bevor es am Berg wieder runtergeht. Ich glaube, dass wir ihn heute nicht sehen werden, obwohl er Luftlinie nur 20 Kilometer entfernt ist. Der hat nämlich eine stolze Höhe von 1775 Metern. Und auf dem Gipfel des Monte Grappas befindet sich ein ganz großes Monument, Mausoleum, wie man es auch immer nennen möchte. Also eigentlich eine Gedenkstätte an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, weil hier war relativ viel los. Da gab es die drei Piave-Schlachten, da ist die Hochebene von Asiago nicht allzu weit weg. Und dort oben ist mir ein ganz ein großer Soldatenfriedhof. Da liegen über 10.000 Österreicher und über 12.000 Italiener namentlich begraben. Und dieser Berg hat sich in den letzten Jahren als einer der Klassiker für die Rennradfahrer auch entwickelt. Da gibt es mehrere Auffahrten. Ich kann euch nur sagen, ich bin da schon alle rauf. Und die ekelhafteste hat lange, lange Steigungen mit über 20%. Da hat man wirklich das Gefühl, man verbiegt sich die Beine. Ist aber auch ganz toll, wenn man dann oben ankommt und hat vor allen Dingen einen fantastischen Blick vom Monte Grappa an klaren Tagen runter bis nach Venedig, bis aufs Mittelmeer. So, jetzt haben wir einen Summit erreicht und ja, wie ich schon befürchtet habe, alles was Sie sehen, ist, dass Sie nichts sehen. Nein, es ist zu diesig, man kann nicht drüber schauen, schade. Übrigens kann man natürlich den Monte Grappa auch mit dem E-Bike befahren. Aber das ist definitiv keine Tour für jedermann. Der ist knackig, ich hatte es glaube ich vorhin angedeutet. Er ist wirklich sehr, sehr steil zum Fahren. Auch wenn man die ein oder andere Variante wählen kann, wo es dann bloß mit 6-7% drauf geht. Und wo die Zwischenabschnitte nur so knapp über 10 liegen. Aber das ist glaube ich nicht im Sinne eines E-Bike-Fahrers. Das kann man mal machen, wenn man gerade dort unten Station gemacht hat, vielleicht gerade einen Grappa unten eingekauft hat, und man hat das Radl dabei und schießt drauf. Aber grundsätzlich würde ich sagen, mit so einem Touren-E-Bike, nein, macht keinen Sinn, darauf zu fahren. So, ihr seht es vor mir angeschrieben, Vicenza 8 Kilometer. Da lassen wir es jetzt noch ganz gemütlich den Berg runterrollen. Ein paar kleine Gegensteigungen haben wir noch und dann sind wir unten. Die erste Etappe nach Vicenza, der Dreitagesfahrt von Verona nach Venedig, hat eine Länge von gut 71 Kilometern. Dabei ging es 470 Höhenmeter nach oben. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 19 km/h waren wir 3 Dreiviertelstunden rein netto im Sattel gesessen. Wenn ihr die Tour nachfahren möchtet und ein Navi verwendet, dann könnt ihr gerne das GPX-File auf meiner Website www.bikemike.net runterladen. Für die Streckenführung und Fahrbarkeit übernehme ich natürlich wie immer keinerlei Haftung. So, und jetzt gibt's noch mein Fazit. So, liebe Leute, und schon ist es wieder vorbei. Jetzt stehen wir hier in Vicenza. Hinter mir seht ihr den Monopterus von Vicenza, der ist mitten im Zentrum. Ja, und was soll ich euch sagen? Puh, wir sind platt. Das war heute ein langer Tag für uns. Wir haben jetzt über 90 Kilometer auf dem Tacho stehen, wobei allerdings die ersten 15 rein die Anfahrt waren nach Verona rein. Das heißt, die heutige Tour wird so gute 70 haben. Ich schätze auch von den Höhenmetern, dass wir so in dem Bereich 450 in etwa rauskommen. Ihr seid jetzt schon schlauer. Ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ja,
In Verona ging es los. Puh, in Verona geht mir immer das Herz auf. Das ist eine wunderschöne Stadt, obwohl sie eigentlich relativ groß ist. Finde ich, dass sie unheimlich toll zum Greifen ist. Man kann da die Innenstadt sehr, sehr schön und sehr kompakt zu Fuß ablaufen und kann sich diese Schönheiten der Stadt so zu Gemüte führen. Danach sind wir raus aus der Stadt, schwuppdiwupp, 5 Minuten waren wir draußen, sind an der Edge entlang gefahren, das haben sie sehr, sehr schön angelegt. Dann haben wir die Edge verlassen und sind durch dieses ländliche Venetien gefahren nach Soave. Also dieser Ort Soave mit diesem Scaliga oder mit dieser Scaliga-Burg, boah, Wahnsinn. Also wir waren beide echt geplättet, absolut irre, wie intakt diese Burganlage ist und wie groß die damals schon gedacht haben. Also das Ding ist ewig alt, also wirklich irre. Ja, danach ging es rüber und dann sind wir in Brindolo, da waren dann so ja gute 50 Kilometer durch, so 55 Kilometer in diesen Anstieg rauf Richtung dieser Via Monte Grappa, da ging es dann richtig rauf. Das waren dann die Herausforderungen vom Fahren bis auf die Länge des heutigen Tages, da kamen dann die ganzen Höhenmeter und jetzt sind wir wunderschön auf so einem Höhenzug entlang gefahren, bis wir die letzten paar Meter nach Vicenza runtergerollt sind. Alles in allem zum Fahrradfahren ein wunderschöner Tag. Ich konnte es einfach nicht anders sagen. Hat uns unheimlich gut gefallen. Deswegen bekommt diese Tour von mir auch 1, 2 und auch den dritten Schönheitspunkt von unseren 4 Landschaftsschönheitspunkten oder wie auch immer. Ja, Kraftanstrengung. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind ziemlich platt. Die Tour ist lang. Die Tour ist sehr, sehr lang. Auch ohne diese 15 Kilometer Anfahrt sind es immer noch gut über 70 mit so knapp 500 Höhenmetern nach oben gefahren. Mit dieser Topografie, mit diesen Straßen, mit denen wir unterwegs sind, das ist schon anstrengend. Ja? Dementsprechend vergebe ich für die Tour auch 1, 2 und auch die dritte Wade, das braucht man schon, diese Kraft, vor allen Dingen eben auch dieses Sitzfleisch, weil man ja auch relativ lang unterwegs ist. Wie schaut es im Akku aus, wenn ich euch jetzt sage, dass meiner fast platt ist? 750 Wattstunden einfach weggeschmolzen und ich bin alles im Eco-Betrieb gefahren. Ich habe jetzt noch, ich glaube, 11 Kilometer stehen noch drauf, die ich noch fahren könnte. Bei der Silke sind es noch ungefähr 15-20%, was die drin hat. Also die Akkus haben wir auch ganz schön ausgelutscht. Ja, das war's. Die erste Etappe dieser dreitägigen Venetienfahrt ist schon wieder Vergangenheit. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Informationen mit rüberbringen können, was wir alles gemacht haben, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn dem so war, ihr wisst, Daumen nach oben, freue ich mich immer. Für diejenigen, die zum ersten Mal reingeschneit sind, ein Abonnement wäre schön. Ansonsten folgt uns weiter auf dieser Tour. Für uns geht's morgen weiter, für euch wahrscheinlich nächste Woche. In diesem Sinne sage ich gute Nacht für uns und führt euch Servus. Bis nächste Woche, euer Bike Mike.